Hallo allerseits, ich hatte versprochen, dass ich ein Video drehe, wo ich die Pinsel präsentiere und vorführe, weil bei manchen ist es nicht so klar, wofür nehme ich welchen Pinsel. Das ist die komplette Serie, das sind 9 Pinsel von Primadonna. Der größte ist der 6er und den gibt es in gerade und schräg. Und der 4er ist auch gerade und schräg. Dann haben wir den 2er und den 1er, den gibt es nur in gerade. Das ist die Once Rock Serie, diese 6 Pinsel. Dazu muss ich gleich sagen, warum gibt es gerade, warum gibt es schräg? Ich höre oder lese oft, das ist Geschmackssache. Da muss ich widersprechen, das ist nicht Geschmackssache. Ich habe jahrelang mit dem Geraden nur gemalt und ich habe gemeint, den Schrägen braucht man nicht, ist überflüssig. Irgendwann habe ich das getestet und es ist tatsächlich so, es gibt bestimmte Muster, bestimmte Blätter, bestimmte Blumen, die gehen nun mal einfacher mit dem Schrägen. Egal, ob ich lieber mit dem Geraden male oder mit dem Schrägen, aber die gehen nun mal wirklich einfacher. Und zwar sind es solche Muster, die breit anfangen und ganz spitz aufführen. Zum Beispiel bestimmte Blätter oder bei der Rose haben wir auch immer diese Zwischenblätter, die ganz dünn aufführen müssen. Die klappen viel, viel besser und viel einfacher mit dem schrägen Pinsel. Ich würde es auch, wenn ihr auf dem Geraden fixiert seid, würde ich das wenigstens testen. Vielleicht ist es eine super Erleichterung für euch. Wenn nicht, was ich mir nicht vorstellen kann, könnt ihr immer noch mit dem Geraden malen. Aber das ist ein Test wert, weil das ist wirklich ein ganz großer Unterschied. Es ist ja auch klar, wenn ich mit dem Geraden ganz dünn malen will, dann muss ich den Geraden schräg halten, damit ich nur mit der Seite male. Bei dem Schrägen ist es so, den brauche ich gerade zu halten und dann male ich automatisch dünn. Aber wie gesagt, testen, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Dann haben wir die feine Pinsel. Mein allerliebster, mein Lieblingspinsel ist der Marosha, das ist der hier. Dann kommt der Carmenizer, wie ihr ihn getauft habt, das ist der. Und der Feinliner. Bei dem Marosha muss man sagen, also ich liebe ihn, weil damit könnt ihr alles machen. Ganz haarfeine Linien, breitere Blätter, alles mit einem Strich. Bei dem Pinsel müsste ich merken, dass es nicht wichtig, wie dünn ein Pinsel ist, sondern wie dünn die Spitze ist. Es gibt Pinsel, die sehen sehr, sehr dünn aus. Hat jeder von uns probiert. Oh, je dünner, umso besser, kaufe ich mir. Und dann kriegt man keine feine Linie hin. Wichtig ist, dass die Spitze ganz dünn ist. Und bei dem Pinsel habe ich mit dem Pinselmeister ein bisschen gekämpft. 3 Stunden habe ich ihn gequält, bis es geschafft hat, dass der Pinsel, das sieht man ja kaum, dass die Spitze von dem Pinsel nur aus einem Haar besteht. Also es ist wirklich nur ein Haar in der Mitte. Es ist natürlich wichtig, dass es genau in der Mitte ist, sonst funktioniert das auch nicht. Der Carmenizer ist klar, ist für feine, kleine Linien, Schnörkel, ist auch sehr, sehr dünn. Und der Feinliner, gut, den kennt man eigentlich, wobei ich bei dem Feinliner die Haare ein bisschen fester machen lassen habe, damit wir auch leicht Kurven malen können. Natürlich, so ganz kleine Schnörkel gehen damit nicht, weil dann springt der Pinsel weg. Aber dann werde ich auch zeigen, was damit möglich ist. Ja, dadurch, dass das mein Liebling ist, würde ich erst den hier vorführen, würde ich den zeigen. Also geht es jetzt gleich los. Okay, wir fangen mit dem Marosha an, mein Lieblingspinsel. Krieg keinen Schreck, wenn er zwischendurch so aussieht. Das ist jetzt zum Beispiel meiner, den ich schon länger benutze. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass man damit noch mal fein malen kann. Aber ihr braucht es nur feucht zu machen. Und dann habt ihr die Form wieder. Wichtig ist, egal ob wir nur mit der Spitze malen wollen, also nur dünn, oder die Länge nutzen wollen, dass wir trotzdem so oder so den kompletten Pinsel in Farbe eintauchen. Weil dann kann er mehr Farbe speichern und wir können dadurch länger malen. So, wenn ich jetzt keinen Druck gebe, kann ich damit ganz dünne Linien malen.
Ich mache mit dem Maroche zum Beispiel auch Gitter auf den Nägel oder Tipps. Wenn ich nur die Spitze nutze, kann ich so dünn malen, dass man die kaum sieht. Oder, und deshalb liebe ich den Maroche, kann ich dünne Linie nach links drücken und das Blatt zumachen. Dann brauche ich nicht mehrere Pinsel oder die Blätter auszumalen. Habe ich alles einen Abwasch. Dann würde ich auch einfach so Blätter malen, aber indem ihr drückt und wieder los. Was natürlich auch geht, sind Schnörkel. Weil ich bei den Schnörkel immer gerne Mittelpunkt um die Kurve und dann ein bisschen Druck gebe. Das gleiche spiegelverkehrt, Mittelpunkt um die Kurve und Druck. Und ihr werdet merken, mit ein bisschen Übung gehen solche Schnörkel noch schneller, als wenn ihr euer Stempelzeug da aus der Schublade holen müsst. Und das ist handgemacht. Schnörkel geht auch nur fein. Muss ein bisschen probieren, wie mit dem Druck zurechtkommt. Also ist eigentlich, wenn man damit zurechtkommt, finde ich ein Wunderpinsel. Manchmal, wenn ihr lange damit malt, werdet ihr merken, irgendwann malt ihr nicht mehr. Dann ist es, weil die Spitze ist ja so dünn, es kann sein, dass ein bisschen Farbe an der Spitze trocknet. Man sieht es ja auch ein bisschen wie ein Kügelchen. Dann abmachen und dann geht es weiter. Was damit auch geht, diese Technik ohne Druck bremsen. Und je nachdem, wie viel Druck ich gebe, kann ich entweder groß oder was ganz Kleines machen. Ich habe auch ein paar Tipps vorbereitet, die werdet ihr auch zwischendurch auf Bilder sehen, die damit gemalt sind. Jetzt habe ich den dreckig gemacht. Einfach ein bisschen rumexperimentieren. Und je nach Druck könnt ihr größer oder kleiner malen. Se non ce n'è, il mio cuore batte forte, se vede altri amori. Und ganz wichtig ist beim Üben immer diese feinen Linien üben. Schmeinerei. Mare anche nel male un cuore.
und so weiter. Also diese Blätter, die geöffnet sind, nach links drücken, zur Mitte wieder, hier ansetzen und schließen. Ich male jetzt natürlich ein bisschen größer, damit man es erkennen kann, aber ich werde euch nochmal Tipps zeigen, die mit dem Maroscha gemalt sind. Es geht auch klein. Ihr seht, es speichert schon viel Farbe. Also ich könnte, merke ich, an dem Pinsel noch lange malen. Und wieder, seht ihr, ist genug Farbe noch da. Ja, ich wollte eigentlich ein kurzes Video machen, aber so lange malt, mache ich noch. Okay, also er malt noch, aber ich höre jetzt trotzdem auf. Wichtig ist ein bisschen rumprobieren, Druck, kein Druck, drücken. Also ist ein bisschen, man muss den Pinsel ein bisschen kennenlernen. Aber dann, wie gesagt, ich nehme ihn sehr gerne, weil ich muss nicht oft wechseln. Ich kann ein Gitter machen und dann was Dickeres drumherum und ich brauche nur einen Pinsel. Deshalb ist das mein Lieblingspinsel. Viele haben gefragt, wieso er Maroscha heißt. Das ist so eine russische Art, wie der geschnitten ist, und ich wollte ihn aber nicht einfach den Russen nennen. Und deshalb, mein Lieblingsparfüm ist der Maroscha. Und da habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mein Lieblingsparfüm als Name und dann ist es auch ein bisschen persönlich. Okay, die Frage ist jetzt auch beantwortet. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Üben und wir sehen uns dann bald und zeigt ruhig eure Ergebnisse damit. Affezionato a te, come se ti conoscessi già da un'eternità. Per questo grido ancora. Oh, una come te vorrei. Come te vorrei, bella e dolce come sei. Gut, wir kommen jetzt zu dem Carmenizer. Das ist der feine Pinsel, der kurze. Auch damit können wir natürlich
sowieso Schnörkel ziehen. Wir können das gleiche Spielchen ein bisschen wie Maroscha machen, nicht so extrem, weil er ja kleiner ist. Aber ansonsten geht das auch mit den Blättern. Und die werden natürlich kleiner. Wobei kaum zu glauben, die Spitze von Maroscha ist dünner noch als diese hier. Also auch hier ein bisschen rumspielen, ausprobieren. Dadurch, dass er nicht so viele Haare hat und so kurz sind, speichert er natürlich nicht so viel Farbe wie der Maroscha. Zum Beispiel, den nehme ich jetzt auf jeden Fall, wenn ich diese kleine Rosen male, die ich auch auf dem Video gezeigt hatte. Also diese, die so drumherum gemalt werden. Die male ich damit, weil der Maroscha ist dann dafür doch ein bisschen zu lang. Also Schnörkel. Druck. Mittelpunkt. Dreh. Druck. Spiegelverkehrt. Mittelpunkt. Und Druck. Und dann dazu. Je nach Geschmack, je nach Platz. Also auch hier muss man ein bisschen üben, weil es ist wichtig, dass ihr nur mit der Spitze malt, wenn es dünn werden soll. Weil sobald ich Druck gebe, ist es klar, wird die Linie breiter. Also ohne Druck. Dann wünsche ich euch auch dabei viel Spaß beim Üben und wir kommen jetzt gleich zu dem Fineliner. Cuore batte per un altro cuore immenso e caldo dentro un grande amore. Se lei si stesse la vorrei abbracciare per sempre, sì, perché sentimentale il mio cuore. Okay, bei dem Fineliner, das kennt man eigentlich schon. Das ist der feine, auch Schlepper genannt. Wobei die Haare hier so ein bisschen fester sind. Das nehme ich, wenn ich sehr, sehr lange Linien malen will, auf den Tipp, die sehr dünn sein sollen. Und dadurch, dass die Haare ein bisschen fester sind, kann ich auch, wie hier, auch so ein bisschen um die Kurve malen. Schnörkel gehen dann nicht, weil dann springt der Pinsel weg. Doch nicht. Aber das ist auch ein Riesenschnörkel. Wenn ich jetzt einen kleinen Schnörkel machen würde, ist es schwierig, ohne dass der Pinsel nicht wegrutscht. Also eher so für kleine Linien. Auch hier kann man natürlich auf Nägel vielleicht, je nach Länge, nicht so. Aber auch hier kann man mit dem Druck spielen. Also auch hier ein bisschen spielen, probieren. Und das war der Feinliner. Una come te vorrei, una come te vorrei. Bella e dolce come sei.
amore io vorrei, una come te vorrei. Willkommen zu den Monsfog-Pinsel, das ist die Nummer 6, das ist der größte Pinsel, den es gibt, also bei mir. Die 6 gerade, den gibt es auch in schräg. Den 6er nehme ich zum Beispiel oft für abstrakt, weil da macht man so großflächige Muster, aber auch wenn man jetzt, also für Rosen nehme ich das auch oft, weil die Rose ist normal eine große Blume. Man kann die natürlich auch mit dem 1er malen, aber ich finde es wirkt schöner, wenn die nicht zu klein ist. Mache ich immer so viel größere Blumen. Es gibt Unterschiede, ob gerade oder schräg, hatte ich ja erwähnt. Bei dem Schrägen ist es einfacher, so spitze Blätter zu malen. Da haben wir wieder das Problem, dass man es eigentlich trocknen lassen muss. Auch sowas zum Beispiel mache ich lieber mit dem Schrägen, weil ich hier ganz dünn aufhören muss. Also große Blumen, großer Pinsel. Mit dem 6er schräg habe ich jetzt in der Hand. Es ist wie gesagt einfacher, gerade wenn man so Rosen malt und das Blatt muss dann so dünn aufhören, ist es einfacher als mit dem geraden. Weil ich den Pinsel einfach gerade halten muss und schon male ich nur mit der weißen Seite. Die Größe ist ähnlich, also ich kann ähnlich groß malen wie mit dem geraden, aber wie gesagt, für bestimmte Muster nehme ich eher den schrägen, zum Beispiel hierfür. Spitze. Trocknen lassen. Jetzt mit Weiß hier ankommen. Wobei ich weiß. Also diese Anleitung wird sowieso auf dem nächsten Video geben. Jetzt geht es erstmal um die Pinsel. Also wie gesagt, es ist einfacher, was Spitzes zu malen. Zum Beispiel die Zwischenblätter von der Rose. Die sind ja auch dünn. Am Anfang und am Ende. Das ist einfacher als mit dem geraden Pinsel.
Also ich bin nach wie vor der Meinung, das hat mit Geschmack nichts zu tun, das ist nicht Geschmackssache. Klar, man gewöhnt sich dran, mit dem Geraden zu malen, dann ist es natürlich schwieriger, sich umzustellen. Aber ist eigentlich keine Geschmackssache. Okay, der Vierer gerade. Ja, ist wieder Sechser, nur klein. Wobei, ihr müsst immer auf den Druck aufpassen, weil ich kann mit dem gleichen Pinsel sowohl so ein Blatt malen, also sowas. Also es kommt immer darauf an, wie viel ich drücke. Also ein bisschen Spielraum habt ihr immer, was die Größe angeht. Also mittelgroße Blumen. In dem Vierer nehme ich eigentlich meistens für normale Nägel und für die normale Blumen nehme ich am meisten. Okay, kommen wir zu dem Vierer schräg. Genau wie bei dem Sechser ist es besser, um Muster zu malen, die ganz dünn aufhören sollen, so wie hier. Oder wie gesagt, für die Rose, weil wenn ich gerade male, male ich nur, seht ihr, nur mit Weiß. So, und jetzt, dadurch, dass es schräg ist, kann ich wirklich ganz dünn aufhören. Okay, kommen wir zu dem Zweier. Der Zweier ist nur in Gerade. Das ist eher für kürzere Nägel. Wobei auch hier müsst ihr auf den Druck achten. Also könnt ihr wirklich ganz klein malen. Natürlich könnt ihr auch ein bisschen größer malen mit dem Druck. Den Zweier nehme ich oft, auch wenn ich mit anderen Pinsel arbeite, also mit anderen Größen, nehme ich den Zweier trotzdem oft für kleine Blätter dazwischen. Weniger Druck ist noch kleiner, aber dafür haben wir auch den Einser. So viel zu den Zweier. Jetzt kommt der kleinste Pinsel in der Monsfog-Technik, das ist der Einser, der ist wirklich mini klein. Macht euch nicht verrückt, weil am Anfang, dadurch, dass er so klein ist, ist natürlich, kann es eher passieren, dass die Farbe sich vermischt beim Abstreifen.
irgendwann nicht mehr, aber am Anfang ist es ein bisschen schwieriger. Und da ist klar, also kleiner können wir gar nicht malen. Also mit dem 1er mache ich natürlich auch manchmal auch Rosen. Also das geht schon. Man kann auch Rosen damit malen mit verschiedenen Lagen. Aber das nimmt man auch her so für ganz kleine Knospen. Da mische ich gerne die Pinsel. Wenn ich jetzt eine Rose mache und Knospen dazu, dann nehme ich zwei verschiedene Größen. Und sowas kriegt ihr auf dem kürzesten Nagel. Also es gibt keine Nägel, bei denen die Technik nicht reinpasst. So, das ist die kleinste Größe, wie gesagt. Also wie gesagt, 6 gerade und schräg, 4 gerade und schräg, da fehlt einer, der 2er gerade und der 1er gerade. Das sind die One-Stroke-Pinsel und ja, ich habe die jetzt noch nicht sauer gemacht, also Arusha, der. Der Carmenizer und der Fineliner. Viel Spaß beim Üben. Ich freue mich auch, euch auch zu sagen, dass es endlich soweit ist, dass nächste Woche die Homepage fertig ist. Fertig ist sie schon, muss nur Korrektur gelesen werden. Und da ist ein Online-Shop, da findet ihr da alles, egal ob Pinsel, Farben oder was ihr sonst so braucht. Also findet ihr demnächst auf www.primadonna-beauty.de. Viel Spaß beim Üben und ich freue mich schon aufs nächste Video. Bis bald. Tschüss.